Schönen guten Tag allerseits. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich wollte nur kurz mal eben den Wolfgang Eichler vorstellen am Piano, der jetzt so ein bisschen die Einführung hat. Und der noch dann auch unsere wundervolle Sängerin und Freundin Angelita begleiten. Und danach hören Sie im Anschluss die Tochter, die wird was Klassisches auf dem Piano ein Stück spielen. Ist schon ganz aufgeregt, aber ich denke mal, ihr unterstützt die jungen Damen. Und erstmal einen großen Applaus und große Freude an Angelita. Every time you are near, just like me.
Ja, wir bitten Elise auf die Bühne. Wo ist sie? Ah, da kommt sie her. Sie wird also nicht das klassische Stück für Elise spielen. Das schon mal vorab. Wir verraten mal nichts. Thank you.
Jetzt verrate uns doch irgendwie, was das für ein Stück war. Da sind wir jetzt alle ganz gespannt. Was war das für ein Lied? Das war die Rhapsodie auf einem Thema von Paganini, von Rachmaninow. Und davon war es die 18. Variation. Ja, vielen lieben Dank, Herr Lies. 16 Jahre jung und schon so fantastisch am Klavier. Aber wir wissen ja, dass Talent herkommt. Und jetzt darf ich begrüßen unsere Ilona Zachariki. Nee, Zachariki. Zachariki, okay. Alles klar. Danke. Damen und Herren, liebe Anwesende, ich begrüße Sie recht herzlich und überbringe Ihnen die Grüße des Oberbürgermeisters und des Stadtrates. Ioana Zachariki heiße ich und habe heute die Ehre, als ehrenamtliche Bürgermeisterin die Ausstellung Kunstgenuss 60+ zu eröffnen. Ich begrüße die Stadtdirektorin Frau Dagmar Becker und danke herzlich den Veranstalterinnen und Veranstaltern dieser besonderen Ausstellung. Ein besonders herzlicher Applaus gebührt dem Seniorenbüro der Stadt Solingen, insbesondere Frau Strahl, die sitzt hier vorne. Sowie dem Kulturmanagement mit Herrn Glücklich. Und dem City Art Projekt mit Herrn Kronenberg. Dieses tolle Team hat mit viel Zeit und großem Engagement die Planung, die intensive Begleitung und die Abstimmung vorbereitet und organisiert, damit die Ausstellung Kunstgenuss 60+ auch in diesem Jahr hier im Theater und Konzerthaus mit dem musikalischen Beitrag von der Sängerin Anshalita eröffnet werden kann. Ein herzlicher Dank geht natürlich an Sie, liebe Künstlerinnen und Künstler. Sie haben mit viel Begeisterung an Ihren Werken gearbeitet und diese so weit gebracht, dass sie jetzt der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Bereits im letzten Jahr konnte ich die Professionalität und Vielfalt der Kunstwerke bewundern. Und ich bin jetzt gespannt darauf, Ihre neuen Werke zu erkunden, denn Sie waren wieder sehr kreativ und fleißig. Die große Resonanz hat nicht nachgelassen. Dieses Jahr haben wir 82 Künstlerinnen und Künstler mit 162 Bildern und alle haben sie teilgenommen. Hervorzuheben ist hier, dass dieses Jahr allein vom Gerhard-Berting-Haus 60 Personen mitgemacht haben. Für diese beeindruckende Beteiligung aller Kunstschaffenden, über 60, bitte ich jetzt um einen ganz kräftigen Applaus. Zurückblickend auf die Historie erinnere ich daran, dass das Seniorenmalen im Jahr 1989 mit einer Volkshochschule-Veranstaltung begann. Die Teilnehmerzahlen wurden immer größer, sodass die Kapazitäten Grenzen bei der Ausstellung in den Volkshochschulenräumen mit 129 Teilnehmenden im 2014 endgültig erreicht waren. Die Kooperation des Kulturmanagements
und der Volkshochschule wurde 2014 aus Kostengründen beendet. 2015 hatten wir keine Ausstellung. Das große Bedauern der Künstlerinnen und Künstler sowie ihre Bitte um Fortsetzung führten 2016 zu einem Neustart, dann aber mit neuer Organisation durch das Kulturmanagement, das Seniorenbüro und das City Art Projekt mit Tim Kronberg. Und eine neue Location hier im Theater- und Konzerthaus der Stadt Solingen. Aber auch mit einem neuen Namen, Kunstgenuss 60+. Ein entstaubter, frischer Titel, der dem Charakter der Ausstellung gerechter wird. Denn es geht um die Kunst einer reifen Generation, deren Geschmack und Kenntnis sich im Laufe des Lebens ausgebildet hat und die ihre Themen frisch, modern, kreativ und fantasievoll ausdrückt. Jedes Kunstwerk der Ausstellung hat eine Berechtigung, hat seine Berechtigung. Die Bilder zeigen die Vielfalt an Ideen, an Motiven, an Materialien und Malstilen. Die Qualität und die Kreativität werden die Besucher und Besucherinnen erkennen. Auch ist in diesem Jahr der Kreis der Teilnehmenden sehr unterschiedlich. Wir haben Kunstschaffende, die sich mit großer Fertigkeit ihrem Hobby widmen. Andere malen als Therapie. Zahlreiche Altenzentren bieten das Malen als Kreativangebot wie auch als Biografiearbeit. Somit stellt Malen einen wichtigen Teil unserer Stadtkultur dar. Best Agile werden animiert, produktiv und kreativ zu sein, denn Kreativität ist nicht an das Leben Alter gekoppelt. Das Besondere in diesem Jahr ist es, den Kunstgenuss 60+ im Rahmen des Stadtjubiläums 650 Jahre Solingen mit einem Wettbewerb zu verbinden. Wer wollte, konnte sich in diesem Zusammenhang am Wettbewerb beteiligen. Voraussetzung war, die Werke sollten einen Bezug zu Solingen zeigen. Zur Zahl 650 oder zum Thema Jubiläum feiern. Insgesamt wurden 40 Bilder für den Wettbewerb eingereicht, worüber wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Wer die Ausstellung besucht, ist nun eingeladen, über seinen Favoriten abzustimmen. Das mit dem ersten Preis prämierte Kunstwerk wird das Plakatmotiv der Ausstellung Kunstgenuss 60+ für 2025 sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner der ersten drei Plätze erhalten außerdem jeweils zwei Freikarten für Veranstaltungen des Kulturmanagements im Theater- und Konzerthaus Solingen. Alle, die mitgemacht haben, verdienen Dank und Anerkennung. Ich wünsche der Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher und den Kunstschaffenden die gebührende Anerkennung. Vielen Dank. Angelita, hallo. So, und freuen Sie sich, es geht weiter. Wir werden nochmal zwei Stücke von den beiden hören und viel Vergnügen.
Kulturdezernentin und auch Stadtdirektorin. Am liebsten möchte ich ja jetzt gar nicht reden nach dieser tollen Musik. Und ich fange mal direkt mit dem Dank an. Wir haben gerade Felix Glücklich und ich haben gerade schon über dich gesprochen, Tim Kronenberg, wie dir das immer gelingt, zu jeder passenden Gelegenheit und auch zur Eröffnung von Seniorenmalen immer diese tolle Musik zu finden, die uns alle begeistert und wirklich wunderbar einstimmt. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an die Musik und an Tim Kronenberg. Wir passen ja auch so farblich und vom Stil heute gut zum Anlass und ja, wir haben uns Mühe gegeben und das ist auch gut und richtig so. Ich fahre fort mit dem Dank auch nochmal an Felix Glücklich, der das ja neu auch hier übernommen hat. Und selbstverständlich auch an Seniorenbüro und an alle Beteiligten, die da mitmachen und mithelfen, weil Johanna Zacharaki hat es gesagt, ohne Kooperation würde es nicht gehen. Das ist ganz toll, dass es gelingt, ich sage manchmal immer noch Seniorenmalen, das ist es schon lange nicht mehr, aber ich komme daher, auch das wurde schon erwähnt, es war ja ursprünglich ein Volkshochschulprojekt. Und als ich bei der Volkshochschule gearbeitet habe, habe ich auch diese Ausstellung mitbetreut und habe das immer mit großer Freude und Begeisterung getan. Von daher komme ich auch immer sehr, sehr gerne zur Ausstellungseröffnung und zur Ausstellung. Und dass sie hier zum 33. Mal jetzt stattfindet, ist auch wirklich der großen Kooperation aller Beteiligten zu verdanken. Vor zwei Tagen im Cobra-Kino, vielleicht auch ein kleiner Werbeblock für dieses tolle Programmkino, was wir hier in Solingen haben. Da läuft gerade der Film Falling into Place, den gemacht hat die Schauspielerin und auch Regisseurin Eileen Tetzel. Ich kann es nur empfehlen, ich sehe diese junge Frau unglaublich gerne. Es ist, wie so oft im Kino, ist es natürlich ein Liebesfilm, ein sehr schöner, sehr besonderer Liebesfilm. Und sie ist Bühnenbildnerin, sie ist Künstlerin. Und in einer Szene, die würde ich auch mal zu meiner Lieblingsszene dieses Films erklären, da bringt sie ihre Bilder, also sie hat den Mann, in den sie sich verliebt hat, gemalt. Mehr verrate ich jetzt aber nicht, vielleicht möchte der ein oder andere ja noch ins Kino gehen. Und sie beschreibt so wunderbar, wie sie es, wie wichtig es ihr ist, den richtigen Ton, die richtige Farbe zu finden. Und das ist so wunderbar beschrieben, dass ich mir gedacht habe, ich habe mich sehr an diese Ausstellung auch erinnert gefühlt. Und ich freue mich auf jedes Jahr, auch alte Bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen.
Und in diesem Jahr ist auch eine Freundin von mir dabei, meine Freundin Susanne, die jetzt auch mitmachen darf und malt. Und sie hat mir das auch so beschrieben. Sie sagt, ja, ich weiß das ganz genau. Ich weiß genau, wann es stimmt, wann das Bild stimmt, wann die Farbe stimmt und wenn es für mich richtig ist. Und mir ist das nicht gegeben, aber ich bin sehr begeistert davon, dass Sie das können und dass Sie das machen und dass Sie damit Ihrem Blick auf die Welt Ausdruck verleihen können. Das begeistert mich immer wieder und von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitmachen, dass Sie sich beteiligen, dass Sie dabei sind. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden diese Ausstellung ja auch fortsetzen. In diesem Jahr, es wurde ja auch schon gesagt, ist das Besondere, dass auch unser Stadtjubiläum mit einfließt, mit einem Wettbewerb. Aber wir haben eben auch schon darüber gesprochen, ich finde das sehr gut, dass es offen ist. Also die sich beteiligen mochten, die haben sich beteiligt, aber andere haben eben das zum Ausdruck gebracht und das gemalt, was ihnen besonders wichtig ist, was ihnen am Herzen liegt. Und gerade dieses breite Spektrum und dass alles erlaubt und möglich ist, das schätze ich bei dieser Ausstellung Kunstgenuss 60+ ganz besonders. Ich werde auch gleich nochmal durch die Ausstellung gehen und mal genau sehen, was Ihnen alles eingefallen ist zu unserem Stadtjubiläum, aber welche Themen Ihnen auch sonst am Herzen liegen. Sie greifen ja auch oft die aktuellen Themen auf, die Welt bewegen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an dieser Ausstellung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch erinnert, 1974 haben wir das 600. Stadtjubiläum gefeiert. Ich war damals 13. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich denke mal, der eine oder die andere von Ihnen auch. Mir ist damals bewusst geworden, wie alt eigentlich unsere Stadt ist, wie tiefe Wurzeln und wie historisch verankerte Wurzeln sie hat. Ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. 1974 war eine ganz andere Zeit als jetzt. Wenn wir uns auch so unsere Stadt angucken, es hat sich unglaublich viel verändert. Es war damals ja so eine gewisse Aufbruchstimmung. Wir hatten zwar schon den Ölpreisschock hinter uns, aber wir waren, das war so die Zeit, wo Solingen, ich glaube mit 178.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, so die höchste Einwohnerzahl hatte. Wir bewegen uns jetzt wieder dahin, aber die Rahmenbedingungen sind nicht unbedingt einfacher geworden. Das wissen Sie auch, das bekommen Sie auch mit. Von daher freue ich mich über jede und jeden und über alle, die mitmachen, die mitwirken und die zeigen, was Solingen alles Tolles zu bieten hat und trotz auch mancher Hürden und Schwierigkeiten auf die Beine stellt. Und diese Ausstellung Kunstgenuss 60+ gehört dazu. Ich bedanke mich nochmal für Ihre Teilnahme. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie offen, bleiben Sie wach, bleiben Sie kreativ. Das brauchen wir. Herzlichen Dank. Just holding your hand.
I'll see.
Ich sehe, euch höre, sehr beseelt, man kommt mal wieder zu sich, man denkt, hey, man hört immer so viel Mist drumherum und ja, vielen, vielen, vielen Dank, also wie immer, Angelita, wenn, wo Angelita draufsteht, geht hin, sie spielt mit Big Bands, oft hier mit Wolfgang, egal wie, besucht sie und das macht auch die Vielfalt aus. Ich möchte noch ein, zwei Worte zur Vielfalt, hier Solingen, Vielfalt, weltoffen. Ne, ihr wohnt mit der ganzen Familie schon wie viele Jahre in Solingen? Schon über 10 Jahre, ja toll. Ne? Und das macht die Vielfalt, das macht das Bunte, das macht das Kreative in Solingen aus. Und ja, das wollen wir uns ja alle erhalten. Ne? Auch ihr alle, was draußen alles hängt. Ja, das ist Kunst, das ist Kultur. Die Dagmar hat das ja schon so toll erwähnt. Ja, und wir müssen eben aufpassen, dass so im Moment oder die letzten Monate, so nach ne, Corona, was da so alles unter den Steinen hervorgekrochen ist, erschreckend. Und man denkt, boah, das geht doch gar nicht. Und man, ja, selbst von Menschen, die man kennt, ich sag schon kannte, ja, was ist hier los? Was ist hier los? Und wir sind ja die Generation, ich sag mal die Nachkriegsgeneration. Die meisten von uns, die Eltern, mindestens die Großeltern, waren ja noch am den Krieg und jetzt Faschismus und diesen ganzen Dreck hier mitbekommen. So, und dann kommen jetzt junge Menschen oder auch andere, die, ja, unsere Demokratie, ja, ich denke, das ist das wichtigste Gut, was wir haben. Natürlich. Ja. So. Und wie gesagt, das ist sehr erschreckend, sehr beängstigend, auch für mich, auch sehr lähmend. Was soll man noch machen und was kann man machen? Und deshalb bin ich auch sehr, sehr glücklich, und da passt auch wieder dein Song heute, wenn man so gesehen hat, was gestern überall abging, dass es doch Stimmen gibt, die auf die Straße gegangen sind für Demokratie. Das sind Hunderttausende in Deutschland und das ist wichtig. Und das, also auch meine Verneigung, und das geht auch uns alle an, wir als Nachkriegsgeneration, ja, wir müssen alle ein bisschen Stirn zeigen und diesen Mist, weil sonst gibt es keine Kunst mehr und keine freien Wahlen und kein Multikulti und so fantastische Sängerinnen und solche Sachen zu erleben. Also Freunde, Kollegen, ihr Künstler sowieso, ihr kennt das. Ja, wir wollen bunt bleiben und weiter kreativ. Ich danke euch für so fantastische Bilder, dass ihr immer wieder ja, so viel Kreativität und Kunst und ich sehe gerade den Peter, der setzte sich mit Heubeck, der ist jetzt auch immer schon aus alter Gräfrater, man kennt ihn als Arzt, der setzt sich hin und hat 3 Bilder zu 650 und schickt mir immer mal wieder was. Ich weiß gar nicht, wo der Mann und auch ihr alle eure Kreativität und, hernimmt. Also tiefste Verbeugung und ganz großes Kino. Also nochmal vielen Dank an euch. Mir ist heute noch ein Jubiläum, ganz wichtiges eingefallen, 620 Jahre, ne? Also nicht ganz wie wir haben ja 650 Jahre, 620 Jahre die Röstbratwurst in Thüringen. Solche wichtigen Informationen, denke ich, muss ich euch einmal mitteilen, was ihr so im Internet findet. Das, ja, gut. Und wir haben 650, wir sind, ne, haben noch 30 Jahre mehr als die Juristenbratwurst aus Thüringen. Ja, gut, also wir sind ganz gespannt, was so alles rauskommt. Ich darf mal hier nochmal die Regina Strahl mal auch mal richtig. So.
Und ja, sie ist quasi ein, oder über, hat das jetzt übernommen, das Seniorenbüro für 3 Jahre oder länger. Mal sehen, wie die Kollegin das also mit Nachwuchs belebt, Solingen. Ja, sehr motiviert und ich weiß nicht, engagiert, auch mit, direkt mit großem Herzblut dabei. Und ja, schön, dass du dabei bist, Bettina. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken an alle Künstler, also bedanken bei allen Künstlern, die sich am Mittwochnachmittag bei unserem Schneetreiben mit der ungewissen Wetterlage auf den Straßen auf den Weg gemacht haben und ihre Exponate vorbeigebracht haben. Ich war wirklich geblättet und ich denke, es ist eine Ehre für diese Ausstellung, ja, dass dieses Engagement da, dieser Mut, diese Tatkraft da so zu tragen kam. Und es war auch ab Donnerstagvormittag noch nicht so einfach, sich auf den Weg zu machen, besonders für alle, die aus Wuppertal kamen, durchs Tal mussten. Also wirklich herzlichen Dank, dass Sie da sind. Jetzt habe ich noch 2 Einladungen. Kommen Sie gerne zur Finissage, zum Abschluss dieser Ausstellung, wo wir dann auch sagen, wer den Preis gewonnen hat, am 13. Februar wieder. Dann ist es 1 Stunde früher um 10 in der Lounge. In einem kleineren Rahmen, aber schön, wenn Sie mit dabei sind. Und wir haben auch schon einen Termin für das nächste Jahr. Das ist der 19. Januar für die nächste Auflage von Kunstgenuss 60+. Und jetzt verteilen wir die Abstimmzettel. Sie werden an der Box aber auch nochmal einen Stapel finden, wenn Sie jetzt von uns noch keinen bekommen. Aber wir werden auch mit Kugelschreibern rundgehen und hoffen, dass Sie sich rege beteiligen. Und dann viel Spaß in der Ausstellung. So, ergänzend dazu möchte ich sagen, also Regina hat es gerade schon gesagt, am Dienstag, den 13. Ne, war das, Februar, da haben wir die Finissage um 10 Uhr, da werden die gekürt und Preisverleihung und. Diejenigen, die da mit 56 Jahren ihr Bild abgegeben haben, die haben dann auch die Möglichkeit, im Anschluss dessen, ihre Bilder alle mitzunehmen. Dann gehen wir hier rüber, also nur die, die da an dem 650 Jahren teilgenommen haben. Die anderen wissen ja, einen Tag später ist ja der Abholtermin, das ist am Mittwoch, der 14. Februar ab 14 Uhr, hier oben vor euren Bildern und euren Zettelchen und Abholschein und alles, was wir so haben. Das ist nochmal eine kleine Vorankündigung. So, abschließend noch eins, ich müsste nochmal meinen Leuten danken, die so bei City Art Project immer sehr aktiv sind. Das ist einmal die Renate Tombrock, die auch mitmacht und hier ist. Stefan Seger ist hier. Peter Wischewski ist leider heute etwas erkrankt, der kann nicht. Die Heike Ponge und die Christina Ecke. Ohne so eine Mannschaft, die da mir wirklich hilft und das ehrenamtlich hier mitmacht, würden wir es gar nicht hinkriegen und nicht in der Zeit. Also vielleicht mal einen kleinen Applaus und einen großen für die. So. Und der Felix läuft auch schon rum mit den Zetteln. Da können Sie Ihren Gewinner oder Ihr Lieblings-650-Jahr-Bild ausfüllen und dann draußen in den Kasten schmeißen. So, ich sehe gerade, Regina und Felix sind unterwegs, nehmen sich einen Zettel mit, füllen sie aus, genießen Sie Kunst noch und auch ein Gläschen steht auch für Sie bereit. Und nochmal danke an Ilona und Dagmar. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Wunderbar. Danke und viel Spaß.